KI heißt ein Zauberwort, das viele Menschen beschäftigt. Künstliche Intelligenz. Die Möglichkeiten der Technik steigern sich immer weiter und die künstliche Intelligenz kann Dinge, die wir vor Jahren nur erträumen konnten. Die schreiben uns Texte, die entwerfen ganze Bücher, die können untersuchen und. Das wird in den nächsten Jahren steil aufwärts gehen. Das hat viele Vorteile, wahrscheinlich aber auch manche Nachteile. Trotz dieser künstlichen Intelligenz glaube ich, dass wir Menschen ohne den Heiligen Geist nicht auskommen. Denn der Geist Gottes, der ist nicht einfach nur ein Algorithmus, der ist nicht bloß eine Technik, sondern der Geist Gottes, der ist Personal, der ist uns geschenkt. Dadurch will Gott bei uns sein und er will uns zusammenführen, vernetzen, zu einer großen Menschheitsfamilie machen. Deswegen wünsche ich euch nicht nur künstliche Intelligenz, sondern ich wünsche euch vor allen Dingen den Geist Gottes, der liebt, der Liebe schafft, der uns verbindet. Und in diesem Sinne allen frohe und gesegnete Pfingsten.